Gruppenbild mit Geige. Nach 35 Jahren taucht in New York diese verschollene Stradivari wieder auf. Sie gehörte dem berühmten Violinisten Roman Totenberg, dem sie 1980 nach einem Konzert gestohlen wurde. Heute nehmen die drei Töchter Totenbergs das wertvolle Instrument in Empfang. Totenberg selbst war 2012 im Alter von 101 gestorben. Das ist ein bemerkenswerter Tag für uns Totenberg-Schwestern. Wir sind nur traurig darüber, dass unser Vater, der seinen Studenten als Mr. T bekannt war, das nicht sehen kann. Wenn er hier wäre, würde er sicher sagen, das ist ein wundervoller Tag. Die Stradivari hatte sich jahrelang im Besitz von Philip Johnson befunden, einem Kollegen Totenbergs. Diesen hatte Totenberg von Anfang an verdächtigt, er konnte ihm den Diebstahl aber nicht nachweisen. Johnson ist inzwischen ebenfalls gestorben. Seine Witwe entdeckte die Stradivari in seinem Nachlass. Sie stimmte sofort einer Rückgabe zu. Die Totenberg-Töchter wollen die Geige nun verkaufen, da sie selbst nicht spielen. Das fast 300 Jahre alte Instrument soll in die Hände eines anderen Geigenvirtuosen kommen.